Jo Leute, was geht? Heute baue ich mal Pfeifraketen und Ratterraketen aus ja komplett frei verkäuflichen, ganz jahreserhältlichen Dingen. Und zwar diesen Ratter- und Pfeifpatronen. Hier einmal von Umarex und einmal von Zink. Die gibt es so für, keine Ahnung, so eine 5-Liter-Packung für 12 bis 15 Euro. Sind leider gar nicht so billig, aber ja, gut. Hier ziemlich qualitativ hochwertig und haben auch ziemlich eine gute Pfeifleistung in Anführungszeichen. Und man kann ein paar ganz nette Sachen damit basteln. Also werde ich mir einfach mal eine solche nehmen und eine solche. Die gibt es in allen möglichen verschiedenen Ausführungen und verschiedenen Herstellern. Also ich habe einfach nur Pyro-Pfeif-Patronen von Zink und einmal Tactical Fireworks. Ratterpatronen von Umarex, weil es die von Zink leider nicht mehr gab. Deswegen habe ich welche von Umarex. Die gibt es zum Beispiel, also von denen weiß ich auf jeden Fall, von Zink gibt es auch noch Ratterpatronen. Und es gibt diese Pfeifpatronen und die Ratterpatronen von Zink gibt es noch mit Silberschweif. Das ist nochmal ein, 2 Euro teurer, aber haben dann eben den Silberschweif. Ist ganz nett für Raketen und so, weil die halt, wie gesagt, den Schweif noch hinter sich herziehen. Meine beiden haben jetzt hier leider keinen. Ja, und die haben eigentlich gar nicht mal wenig Power. Also auf jeden Fall genug, um sich selbst nach oben zu befördern mit einem Leitstab. Ich werde als Leitstab einfach so einen alten Raketenleitstab hier nehmen. Die sind aus einem ziemlich leichten Holz. Das sollte schon passen. Und da klebe ich die jetzt einfach mal mit Heißkleber an den Stab. So, aber den ganzen Leitstab brauchst du natürlich nicht. Also ich weiß nicht, das ist jetzt auch ein bisschen unverhältnismäßig hier dick und breit der Leitstab, weil er von der richtigen Rakete kommt. Also ich weiß nicht, da wären wahrscheinlich irgendwelche dünneren Stäbe auch noch geeignet oder besser, keine Ahnung. Ich habe bloß gerade keine, gibt ja auch dünnere Leitstäbe bei so kleinen Raketen. So, den kürze ich jetzt natürlich noch. Ich schneide ihn jetzt einfach mal auf, keine Ahnung, so 15 cm. Genau, jetzt muss natürlich noch eine Zündschnur rein und so einen kleinen Bollen Klopapier. Und dann kommt da so ein Knick unten rein. Und dann kann ich es da reinstecken. Klopapier hinterher. Reinstopfen. Und schon ist die Pfeifrakete fertig. Genau das gleiche werde ich jetzt einfach noch mit der Ratterpatrone machen. So schauen jetzt beide aus. Ich habe noch so Kappen oben drauf geklebt, einfach damit es ja, mehr nach einer Rakete ausschaut. Genau, und jetzt gibt es noch einen Test. Viel Spaß. So, zuerst mache ich mal die grüne. Die haben schon eine ordentliche Lautstärke auf die Distanz, wo ich war. So, und die Route noch. Ja, also ich glaube, die grünen Ratterpatronen kommen besser vom Boden. Die sind auch ein bisschen lauter. Aber die roten Pfeifer, die pfeifen länger. Ja, so kann man auf jeden Fall auch nette Pfeifraketen basteln. Die haben zum Glück etwas mehr Power als solche Jugendfeuerwerkpfeifer. Mit denen habe ich es nämlich auch mal versucht und die sind nicht vom Boden gekommen.